grünen Seite, links, rechts seht ihr das, ja? Müssen wir natürlich, wie ein braver Bürger natürlich rausfliegen. Fliegen, ja. Gut, ja, fliegen tatsächlich, ja. So, werden jetzt natürlich wieder ein bisschen Gummi geben. Und hoffen, dass wir unser Ziel jetzt schon angepeilt haben. Ja, diesmal haben wir es richtig gemacht. Ne? Ihr seht, beim letzten Mal bin ich sonst gegen die Station geheizt. So, jetzt ist unser Boost natürlich wieder weg. Müssen warten, bis er wieder geladen ist. Na, wir haben halt leider noch die Masse und können unseren Sprungantrieb noch nicht laden. So, geben wir noch einmal Vollpower und können jetzt unseren Frameshift Drive laden. Wo Atombombe ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, können wir gerne machen. Heute Abend noch ein bisschen quatschen, ne? Trinken, ja. Ja, ich habe mir einen super sauren Energy Drink geholt. Aus Versehen. Aber es schmeckt gar nicht so schlecht, ne? So, gleich haben wir natürlich wieder unseren langen Flug vor uns. Na, da können wir gleich auch ein bisschen mal gucken auf die Galaktische. Ah, ne, die habe ich euch schon gezeigt. Also von da aus, ja, wir steuern jetzt wieder das World Glitch Terminal an. Und, müssen das wieder suchen. Das ist immer ziemlich weit weg, halt, 109.000 Lichtsekunden. So, hier Ziel festgelegt. Und, ja, es befindet sich natürlich genau in der Gegenrichtung, wie immer, ne? Müssen wir jetzt einmal komplett drehen. So, und jetzt wird es auch gleich schon bei uns erscheinen. Hier haben wir es. So, und geben natürlich Vollstoff auf die Insel zu. Auf die Insel. auf das Terminal. Ne? So, das Trudeln haben wir jetzt ein bisschen ausgeglichen. Wir gucken natürlich gleichzeitig mal natürlich, was wir hier von Kontakt haben. So. Hanna Joshua, meist harmlos, also brauchen wir den nicht weiter beachten. So, den können wir leider noch nicht scannen. Auch noch nicht. Den leider auch noch nicht. Oh, doch, Agent Orange. Ja, Agent Orange ist auch harmlos. Na, also so findet ihr halt raus, wer bei euch in der Nähe ist. Na, wer es euch hier natürlich an Kragen will. Deswegen nutze ich halt meistens diese lange Tour halt und guck dort nach. So. Ciao Glory. Nö, die Verzögerung ist nicht deswegen. 1,5 Minuten. Sondern, die Verzögerung kam daher, weil ich gerade mich auf den Flug konzentrieren musste und das nicht gesehen habe, was du geschrieben hast. Ja, währenddessen, ne, wieder unseren super weiten Flug hier. Einen neuen Kontakt, den sollten wir natürlich alles immer im Auge behalten. Ne, Adder brauchen wir eigentlich nicht scannen. Na, meistens ist hier so eine Sache halt wichtig. Die können wir leider nicht scannen. Die sind schon etwas weiter weg. Ja, alle außer Reichweite, aber wir wissen zumindest, was in der Nähe ist. Ja. Elite Dangerous. Sehr, sehr cooles Spiel, aber auch ein bisschen zeitaufwendig. Um sich seine Monetas zu verdienen. Na, es gibt natürlich viel, viel bessere Sachen oder wahrscheinlich tausendmal ja, lohnreiche Routen, als wie ich jetzt halt mache. Aber, ja, zumindest fühle ich mich jetzt so sicherer, ne, und kann halt mit Freunden erstmal zusammenzocken und bin nicht ganz gleich so weit weg von denen. Weil da zocken ja auch noch zwei andere mit, der liebe Staff und der liebe Medusa. Mal sehen, ob sie auch noch mit ins LP mit reinschneiden oder in die Streams natürlich auch, ne? Und, ja, schauen wir mal. Ja, 99.000 haben wir noch. Circa Pi mal Daumen, ne? Also nicht mehr so lange. Circa 2-3 Minuten würde ich schätzen. Und ich habe jetzt den Delay mal tatsächlich gemessen. Und der Delay ist, ich denke mal, 29 Sekunden waren es jetzt gerade. Also, na gut, wir können meinetwegen 7 Sekunden drauf machen. Na, dann haben, weil ich habe nämlich gerade das kurz gemessen, erst nachdem ich das gesehen habe. Wo ich, also ich habe mir einen Punkt ausgemacht gerade.
Weil ich habe ja den Stream natürlich nebenbei auch auf liebe Freunde. Also es sind exakt, müssen es laut Adam Riese 35 Sekunden sein. Aber das ist recht normal. Wie gesagt, mit 2,5 Mbits lade ich gerade hoch. Bei 60 Frames und ja, eine Auflösung von 1980, also Full HD runterskaliert auf 720p. Falls das jemand interessiert. So, ist natürlich eine wenige Farmrunde, die wir jetzt hier machen, liebe Freunde. Aber es muss halt leider sein, ne? Wir hoffen, wir kriegen noch unser Geld zusammen. 73.000 haben wir, also ich denke mal, danach sollten wir so circa, ja, ein bisschen mehr als 80.000 haben. Na, wir könnten auch irgendwie mal nach Aufträgen oder sowas gucken, ne? Das werden wir mal, denke ich mal, wir werden noch einmal dahin zurückfliegen und dann werden wir mal eine andere Richtung ein bisschen anschlagen, ne, und gucken mal. Aber ich wette, dass wenn ich genau in eine andere Richtung fliege, wird es mir genau bestimmt passieren, dass ich irgendwo ausgeraubt werde von Piraten oder so. Und dass die mich dann halt natürlich abknallen. Weil hier mit dem Ding habe ich natürlich wenig Chancen. Aber momentan Versicherungskosten gehen noch. Also sind 4.200. Ne, für das Schiff, was ich jetzt so habe, und das ist okay. Ja, 50.000 Lichtsekunden noch. Ihr kennt ja das Spielchen. Wir hatten ja schon eine Runde. Ich soll wieder Arma spielen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Nur ich brauchte halt für den YouTube-Kanal halt natürlich das noch, lieber Leo. Kriegen wir schon hin. Vielleicht machen wir das ja auch heute Abend schon eine Runde, ne? Und vielleicht ist es ja, wenn ich schon zurückkomme, ne? Du weißt ja, was ich von dir erwarte. Ja, ja. So, gleich nur noch eine Minute und dann können wir unseren Landeanflug schon beginnen. Glücklicherweise. Aber ich spiele natürlich auch das, liebe Leute, das müsst ihr natürlich auch wissen, was mir halt Spaß macht. Und ich streame das dann halt natürlich auch und wenn da jemand zuguckt, das ist okay. Und wenn da niemand zuguckt, das ist für mich auch okay, ne? Weil wie gesagt, mir macht's halt Spaß. Und ja, das ist natürlich das Wichtigste, glaube ich. Ne? Zumindest wurde mir das schon öfter gesagt. Ja, und unser Ziel ist natürlich Spaß zu haben und auch unser Geld zu verdienen. Und das machen wir jetzt, ja. Und diese Strecke gehört leider dazu. Ich könnte das auch rauscutten, aber warum? Ne? Action gab es tatsächlich auch schon im ersten Stream. Das kann halt jederzeit, wie gesagt, sein, dass wir halt rausgezogen werden. Und ich denke mal, wir werden heute Abend vielleicht auch nochmal eine Runde streamen oder so. Ne, vielleicht Arma. Ne? Auf dem World of Lakeside Server. Da sind wir auch als Sanitäter, als ADAC. Ne? Vielleicht haben wir da das Glück, ne, und können dort ein wenig Spaß haben. Ne, wir haben ja immer so ein bisschen Action da gemacht. Aber Elite Dangerous ist halt ein Randspiel, beziehungsweise ja, das kennen schon viele, aber nicht ganz so viele wie jetzt so die meisten Spiele an sich, sage ich mal so. Von da aus, ich mag das Spiel, ich wollte, das haben wir schon ewig lange das auf meine Wunschliste gehabt. Und dachte mir natürlich, warum nicht zocken, ne? Zum Stream macht sich tatsächlich auch für mich sehr, sehr gut, weil ich natürlich nebenbei immer ein bisschen mehr auf den Chat achten kann und auf euch halt natürlich. Und wenn ihr über irgendwelche Fragen haben solltet oder so, könnt ihr das immer gerne raushauen. Ich muss halt leider mir noterdrungen ein bisschen Geld erstmal zusammenfarmen. Ich habe das Spiel leider gerade erst angefangen. Also von da aus, ich bin totaler Vollnoob. Aber, na, ich habe mir natürlich einige LPs und so angesehen. Ne? Und ja, ich hoffe, die Qualität stimmt bei Twitch. Na, da bin ich halt nämlich recht neu. Und bin leider kein Partner, wie man sieht. Also ich habe keinen Quality-Button. Leider. Ne, deswegen kann ich halt nicht mit der vollen Qualität streamen, die ich gerne hätte. Aber es ist noch okay, es sollte anschaubar sein. Ne, auch für Leute, die weniger als eine 16K-Leitung haben. Und Juicy, hallo. Willkommen. Ja, Elite Dangerous ist halt leider, wie gesagt, ein ziemlich zeitaufwendiges Spiel. Ne?
Aber ich habe es mir jetzt halt neu geholt gehabt und ja, wollte es natürlich auch ein bisschen LP'n und so und daher trifft sich das eh ganz gut. Das ist ein gutes Stream-Spiel, würde ich sagen. Also zumindest habe ich einige gute Streams auch schon gesehen. Ja, Juicy, kennst du denn Elite Dangerous, ne? Kannst ja gerne mal dazu was schreiben. Vielleicht kennst du dich ja eine Milliarde mal besser aus als ich. Ne, und bist halt gerade der Vollprofi und kannst mir sogar Tipps geben, ne? Wäre sogar nicht schlecht. Ja, und ansonsten werden wir einfach normal unsere Strecke jetzt halt weiter grinden, ne? Und wir machen leider momentan nur in einer halben Stunde gerade 6700. Ne, das ist aber so das einzige, oder, ne, das sind 8, ne, 26 Minuten. Oh, wenn das nicht laber, aber ich meine, ne, ich bei 20 Sekunden sozusagen bremse ich eigentlich immer ziemlich stark ab. Und gebe dann halt wieder den Schub halt sozusagen, den ich halt hier im richtigen Regelbereich unten links, also unten rechts, ne? Nee, sorry. Ja, okay, ist nicht so schlimm. Schreibt er. Ne, nicht wundern, wie gesagt, ich habe einen Delay von 35 Sekunden. Aber das geht halt leider nicht anders. Ja, und wir haben noch so circa, na, ich würde schätzen, 1,5 Minuten oder so, bis wir endlich wieder zurück aus dem Supercruise. Also wir befinden uns eigentlich gerade in eigentlich ziemlich schnellen Geschwindigkeit. Also es gibt ja drei Geschwindigkeitsarten in dem Spiel. Das ist einmal der Supercruise halt, wo wir jetzt gerade drin sind, zwischen den galaktischen Systemen sozusagen, beziehungsweise innerhalb des Systems. Ne? Das ist die mittlere Geschwindigkeit. Die große Geschwindigkeit ist halt zwischen den Systemen halt hin und her springen und die kleine Geschwindigkeit ist normal halt in km/h, also in Kilometer pro Stunde. Und unten links ist jetzt halt gerade die Entfernung und das Tempo zum Ziel, ne, also zu unserem World Glitch Terminal, wo wir gleich anlegen werden. Und ja, das müssen wir halt beachten, dass wir da nicht drüber wegfliegen. Unser Tempo steigt jetzt gerade wieder ziemlich doll. Deswegen sinken wir wieder ein bisschen vom Tempo. Wir sind 1, bla Lichtsekunden entfernt. Und Lichtsekunde, eine Lichtsekunde, das ist ziemlich weit eigentlich, ne? Die genauen Sachen weiß ich jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf. So, wir werden natürlich wieder ein bisschen vom Tempo runtergehen, ne? Weil jetzt kommt gleich die heiße Phase, wenn wir wieder austreten. Unten rechts der Planet, seht ihr auch, kommt schon jetzt auch langsam näher, ne? Und der wird sich eigentlich auch ziemlich schnell tatsächlich nähern gleich. So, wir geben nochmal ein bisschen Gas, ne? Weil wir sind ein bisschen unter dem blauen Bereich. So, und beides nähert sich halt gleichmäßig jetzt einigermaßen. Jetzt, wenn wir am Planeten kommen, werden wir ein bisschen bremsen wahrscheinlich. Ja, seht ihr, jetzt bremse ich schon. Das kommt aber wegen der Anziehungskraft des Planeten. Hier darf man sich nicht verschätzen, wenn man wieder rauskommt, dann wird man so einigermaßen rausgeschleudert. Na, und jetzt müssen wir natürlich erstmal ordentlich verlangsamen, ne? Nicht, dass wir vorbeifliegen. So, boah. Hier wird man so ordentlich immer rausgepfeffert. So, wir werden jetzt wieder eintreten. Wir sollten alles richtig gemacht haben. So, ich lese mir gleich mal den langen Text durch. Moment, so. Jetzt kann ich ja erstmal schnell die Landerlaubnis anfragen. So, ihr seht ja, das Terminal hat jetzt gerade vor uns. Das sieht aus wie der Todesstern sozusagen, ne? Oh, du findest dein GS nicht? Dann wird dir bestimmt der liebe Leo oder sowas bestimmt weiterhelfen, ne? Oder, ja, stups einfach mal irgendeinen Admin halt an, der kann dir bestimmt weiterhelfen. Ne? Ich kann dir erst leider nach dem Stream weiterhelfen, wenn das okay ist. Ne? Dann musstest du leider bis zu circa 17 Uhr warten. Ne? So, währenddessen nähern wir uns jetzt hier wieder dem Terminal und werden versuchen, jetzt hier gleich einigermaßen ordentlich reinzufliegen. So, ich bin noch nicht ganz so geübt in den Anflügen, aber es klappt schon einigermaßen. So, ich muss es halt immer so machen, bis ich mich einmal dann nochmal kurz vorher drehe. Hört sich jetzt komisch an, aber ist so. Ne, weil ansonsten, na, möchte ja auch nicht unbedingt jetzt vorbeiheizen oder irgendwo gegen und noch eine Strafe kassieren, ne, weil wir natürlich den vollen Gewinn dann schon haben. So, wir haben Landebucht 31, die ich schon gleich im Augenwinkel links gesehen habe. Ne, das ist immer ziemlich scheiße, die anzufliegen, weil die ziemlich nah dran ist. So. Unsere Landeklappen sind ausgefahren. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier einigermaßen sauber natürlich reinkommen, liebe Freunde. Einigermaßen sauber ist immer ein gutes Ding, ne? So,
setze hier gleich unseren Parkcomputer, ne, sozusagen. So, jetzt sind wir in der richtigen Sache drüber. Jetzt müssen wir uns noch gerade stellen. Oh, wir haben es geschafft. Engines disengaged.